Herzlich willkommen zum Videolog zur Zentralisierung der Fachstellen Teil 4. Da ist der Federfinger. Jetzt haben wir so viel über Keller geredet in den letzten Videos, dass ich es mir nicht nehmen lassen wollte, mal einmal hier runter in unseren Keller zu gehen. Und zwar nicht nur deshalb, weil man hier so schön seine Ruhe hat, um Videos zu drehen, ohne dass die Kollegen mit den Augen rollen, wenn man schon wieder mit seinem Smartphone im Gesicht durch die Gegend läuft, sondern auch, weil man hier wirklich Schätze entdecken kann. Und zwar haben wir hier einige Sachen eingelagert, die wir unter anderem im Keller des alten Fachstellengebäudes gefunden haben, das ich euch ja schon im zweiten Video gezeigt habe. Und da sind einige ganz besonders tolle Sachen dabei. Deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal mit hier in unsere Regalreihe. Ich hoffe, ich schaffe es hier durchzugehen, rückwärts, ohne den Kollegen ihre ganzen Akten durcheinander zu bringen. Ich möchte euch jetzt mal nur mein absolutes Highlight zeigen. Und zwar haben wir dort ein Buch gefunden mit dem Titel Bücherei und Bildungspflege. Und zwar aus dem Jahr 1925. Soweit reicht unsere kleine Handbibliothek hier sogar noch zurück in Teilen. Das ist jetzt natürlich nur ein Highlight. Ich muss jetzt erstmal einmal durch die Reihen gucken, was sich noch so für Schätze da verbergen. Werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn ich mich das nächste Mal mit einem Video bei euch melde, dann aber wahrscheinlich schon von meinem neuen Arbeitsplatz in Düsseldorf aus. Deswegen wünsche ich euch jetzt erstmal eine angenehme Restwoche und wir sehen uns dann demnächst in Düsseldorf bei der Fachstelle für die öffentlichen Bibliotheken für ganz NRW. Also viel Spaß. Bis dahin, ciao.